Herzlich willkommen zurück zu Conway, Disappearance at Dahlia View. Wir sind hier stehen geblieben, auch mit dem Conway, bei dem Cellokasten. Ich habe ja diesen Code konnte ich nicht herausfinden. Da bin ich nicht drauf gekommen. Aber dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt weitersuche, es gab ja noch eine Sache, die ich nicht gelöst habe, nämlich... Da ging es halt eben um diesen Bleistift im Wohnzimmer, ne, der liegen gelassen wurde. Den will ich mir einmal anschauen, ob ich den finde. Theo's room, no doubt. Wieso fängt er jetzt wieder an zu kommentieren? Wir waren hier doch schon. Wir haben das hier schon alles auseinandergenommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt das Spiel neu geladen habe. Dass das deswegen... Ups... Hier entlang. Warte mal, nee, hier ist die Küche. So, zurück. Genau, weil ich das Spiel... Hä? Ich will durch den Flur einfach raus. Hier. So. Genau, ich habe das Spiel halt neu geladen, weil das eine neue Aufnahme ist. Vielleicht wurden einige Sachen nicht mit gespeichert, weil hier ist ja so eine automatische Speicherfunktion. Und ich habe mir übrigens eine Maus besorgt für den Laptop. Das heißt, es sollte jetzt einfacher sein in der Handhabung. Okay, ist das hier nicht das Wohnzimmer? Aber hier hatten wir doch schon alles, oder? Ich will mal überlegen. Hier gibt es so nichts, ne? Nö. Wir hatten hier noch das eine Buch, ne? Oh, was ist das? Hier gibt es auch nichts so. Okay. Jetzt müssen wir einmal hier hin. So, das war das, ne? Aber hier gab es auch nichts mit dem Buch, ne? Hä? Oh, den Bleistift habe ich gar nicht gesehen. Aber natürlich nehmen wir den mit. Den haben wir nämlich gebraucht. Dann können wir einmal schauen, da gab es ja dieses eine Buch, das Notizbuch beim Telefon, das haben wir ja auch schon gesehen. Da habe ich schon gesagt, da müssen wir wahrscheinlich mit dem Bleistift dran. Das ist relativ simpel, das machen wir jetzt einmal. Inventar, so. Und da benutzen wir jetzt einmal den Bleistift. So, zack. Aha, da sieht man es schon. Cellokasten, was steht hier? Warte mal, ich werde hier erstmal alles... vielleicht finden wir noch zusätzliche Informationen. So. Aha. Was steht da? 19... Ruft den Doktor zurück. Muss ich eigentlich alles hier so machen? Ich überlege gerade. Gibt's. Zack, zack, zack. Weil eigentlich müsste er das ja dann auch abfotografieren als Beweis, finde ich. Ah, das macht mich ganz hibbelig, wenn ich das hier sehe. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Hier alles. Muss man echt alles wegmachen. Zack, zack. Hier ist noch was, da ist noch was. Fühlt man sich wieder zurückversetzt in den Kindergarten? So. Jetzt aber, oder? Hier noch ein bisschen. An den Ecken. So, jetzt müsste das fertig sein. Okay, Cellokast 1932, das kann ich mir ja schon mal notieren. Das wird es wahrscheinlich sein. Okay, dann wurde noch notiert, den Doktor zurückrufen. Und irgendwas mit H, frei von 8 Uhr abends, Dienstag, den 22. Nimm Kleidung zum Wechseln mit. Und stelle sicher, dass Theo... Ja, zu seinem Auftritt gegangen ist. Okay. Das ist ja dubios. Ach so, ich kann das jetzt... Ha, toll.
Hier, Ärzte zurückrufen, Cellokasten, das ist halt die Nummer. That's something. So, und hier, Wechselkleidung mitnehmen. Well, there's no date. Aber kein Datum. Can't link it to the kidnapping. Okay, gut. Aber es waren trotzdem wichtige Sachen. Dann fahren wir jetzt zurück zum Cellokasten. Einmal, ups, Rückwärtsgang. Nein, falsche Seite, so rum. Zack. Cellokasten, nein, Quatsch, der Cellokasten. Wo war? mein Orientierungssinn. War das nicht hier rechts? Ja, okay. Passt und dahin. So. Dann können wir hier hin. Und einmal die 1932. Perfekt. Sehr gut. Yes. So, was haben wir denn da? Ein Brief. Noch ein Beweis. Okay, er hat eine Schwester. Dann wollen wir uns das einmal durchlesen. Theo, ich freue mich sehr, dass du uns zurückgeschrieben hast. Oh. Shirley. Oh nein. It's Annabelle's sister. Oh nein. Hör mal. Ach, sie will sich entschuldigen. Nein, wir sind nicht da. Okay. Okay, sie hat jetzt die Schlüssel eingeworfen. Okay, wir schauen uns das gleich an, aber erstmal lesen wir uns hier den Brief durch. Also die Schwester von Annabelle war gerade hier und hat uns die Schlüssel zurückgeworfen und hat sich entschuldigt. Ich überlege gerade, für was hat sie sich entschuldigt? Naja, egal, das werden wir bestimmt noch herausfinden. Gut, also Theo, ich freue mich sehr, dass du uns zurückgeschrieben hast. Mutter braucht die Arznei dringend. Der Arzt meinte, sie könnte sterben. Ich muss dich bitten, dich zu beeilen, denn ihr Zustand verschlimmert sich mit jedem Tag. Sie braucht ein blutverdünnendes Medikament. Ich glaube, man kann es nur in deinem Land bekommen und es ist sehr teuer. Danke nochmals. Übrigens, wie ist mein Englisch? Du warst ein guter Lehrer, großer Bruder. Ich hoffe, dass ich eines Tages mit dir in deinem großen, schicken Haus in England wohnen kann. Bis dahin werde ich hier den Haushalt führen, denn da Mutter krank ist, bin ich die Frau im Haus. Schreib mir bald zurück, Sio. Achso, schreib mir bitte bald zurück, Sio. So. Okay, also die Mutter ist krank, er braucht Medikamente. Haben wir nicht im Kamin so eine Medikamentenliste gefunden? Kann es sein, dass er vielleicht Geld für Medikamente brauchte und ja, sich das Geld irgendwie illegal geholt hat, indem er zum Beispiel ein Kind entführt hat? Das wäre auch ein Motiv. Können wir den Deckel wieder zumachen? Nein, können wir nicht? Okay. Ach so, er geht automatisch zu. So, dann schauen wir einmal ganz kurz. Machen wir ja alles gerade, das haben wir erledigt. Hier, Shirley hat die Ersatzschlüssel für Annabels Wohnung vorbeigebracht. Ich schaue einmal ganz kurz, wo war denn hier die Tür? Ach, hier vorne, da sieht man es auch schon. Da. Zack. Da sind die Schlüssel. Okay. Und wo können wir jetzt damit hin? Ich meine, ich habe ein bisschen Sorge, dass die jeden Moment zurückkommt, diese Annabelle. Und wir schleichen hier herum, benutzen jetzt auch noch Schlüssel. Hier war eins, nee, das war, glaube ich, das Bad, ne? Nee, das kann es ja nicht sein. Wo ich hier geradeaus, waren wir da schon? Ah ja, okay, alles klar, da müssen wir also hin. Dann schauen wir einmal. Wohnungsschlüssel, den benutzen wir jetzt. Oh, Schlüssel 1, falscher Schlüssel, okay. 2, auch nicht. 3, okay, Schlüssel 3 war es, gut.
You can tell a lot about a person from Oh, das Schlafzimmer. This is clearly Annabelle's space. Ja, man merkt schon, dass hier wahrscheinlich Annabelle etwas ja, stärker hervortritt. Allein von der Farbwahl und den Rosen an der Wand ist es klar, dass es bestimmt nicht Theos Geschmack ist. Also weniger, sagen wir es mal so. Wow, sie hat aber ganz schön viel so an Lippenstift, Kosmetik. Sie hatte ja auch ganz viele Parfüms. Okay, das ist diese Zoom-Funktion. Ja. Eine Kiste. Kann ich die aufmachen? Nö. Schminke. Surely Theo's wage can't pay for all this. Ja, genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Wieso kann sie sich das alles leisten? Ich dachte, die hätten Geldprobleme. Aber die hat ganz schön viel Zeugs, ne? Schaut euch das an. Looks brand new. Sieht brandneu aus, ja. Also schon verdächtig. Finde ich jedenfalls. Gut, dann schauen wir hier immer weiter. Gibt es hier was drin? Uch! Boah, das war jetzt gruselig. Die Tür ist von alleine zugegangen. Ich will ja nichts sagen. Was haben wir hier? Oh, ihr Foto. Die sehen ja süß aus. Ja. Gut. Was haben wir da? Eine Spieluhr, cool. Oh, das sieht ja süß aus. Was ist das? Shelley and Annabelle are close sisters. Okay. I don't know what they're currently arguing about, but they seem to love each other very much. Okay, also die Schwestern stehen sich sehr nahe. Die Liebe einer Schwester. Die Liebe einer Schwester ist für immer. Eine Schulter, an der man sich anlehnen kann, wo und wo auch immer. Eine Liebe, die auch so bleibt, ne, auf Dauer. Stark und, ja, wie nennt man das? Also durchgehend, ne? Und die Geschwisterliebe bleibt für immer. Wahrscheinlich hat ihr Shirley diese Spieluhr geschenkt, gehe ich mal davon aus. So hört sich das auf jeden Fall an. Huch. Was haben wir da? Ohrring. Okay. Was ist das hier? Kann ich nichts machen? Kann ich die Spieluhr irgendwie anmachen? It needs something to wind it. Ah, es fehlt eine Kurbel. Gibt es hier denn? Hier sehe ich nichts. Okay. Jetzt muss ich schauen, ob ich jetzt hier irgendwo eine Kurbel finde. Kann das sein? Hier kann man noch rein. Oh, ein zweites Badezimmer. Okay. Kann man erstmal hier schauen? Absolutely spotless. Alles makellos. Never even know a mechanic lived here. Okay, also wird wohl gut geputzt. Okay, hier kann man einfach nur wie immer Wasser an- und ausmachen. Wofür auch immer. Hä, wieso kann ich mein Inventar benutzen hier? Okay. Das ist etwas verwirrend. Was kann man denn hier? Schraubenzieher? Was? Warum kann ich hier etwas benutzen? Das ist ja etwas makaber. Aber ich kann definitiv hier etwas benutzen. Schallplatte, Schürhaken. Können wir Schürhaken benutzen? Ich wüsste halt nicht wofür. Bleistift, Wohnungsschlüssel. Das Einzige, was sie mir einfallen würde, ist halt eben Schraubenzieher, aber das hat wohl nicht funktioniert. Was ist hier? Hier kann man nur rausschauen. Ah. They had a view of Mr. Morgan's home. Oh, da ist dieser They Mr. Morgan. Could have easily seen Charlotte May also haben sie ja Charlotte May jeden Tag gesehen. Lass mich einmal hier schauen. Hier haben wir wieder so Cremes. Annabelle is obsessed with cleaning. Ach so, das ist
gar keine Creme zum Gesicht, also fürs Gesicht, sondern zum Putzen oder wie? Die hatte einen Putzfimmel. Okay. Ja, Zahnbürste kann man sich anschauen und so. Zahnpasta. Kann man das Ding aufmachen irgendwie? Oder das? Okay, das kann man so aufmachen. Was haben wir hier? Ach, schon wieder The blood Bleichmittel. of Leech. Alles klar. I spoke too soon. What on earth is inside? Was ist nur da drin? Kann ich das nicht? Okay. Da ist was drin. Oh, da ist die Kurbel. Die haben wir ja für die Spieluhr gebraucht, ne? Smells fresh. Riecht The whole frisch. place is clean. Alles sauber. Okay. Kann man die andere Seite auch irgendwie aufmachen? Nö, ne? Okay. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal das mit der Kurbel an. So. Hier kann man das ja dann anwenden. Zack, 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 zack. So, benutzen. Oh, no, no, falschen Knopf gedrückt. Sorry. So. Okay. Die Spieluhr spielt. Ablagefach. Ah, jetzt ist das aufgegangen. Da liegt ein Zettel drin. Is Annabelle having an affair? Was? Annabelle hat eine Affäre? Einen Moment. Zettel eines Fremden. Letztes Mal hatte ich viel Spaß mit dir. Das sollten wir wieder machen. Hoffentlich hast du das Blue Mist Parfüm genossen. Das Zeug ist nicht gerade billig, aber du bist es wert. Rufe mich unter 3283 an. Okay, 32. 8-3. Das versuche ich mir zu merken. Okay, wer ist das? Und dieses Blue Mist Parfüm haben wir ja auch auf ihrem Tisch da gesehen, ne? Irgendjemand hat ihr das geschenkt. Also es ist nicht von ihrem Mann. Das steht schon mal fest. Kann man das wieder einmal zumachen, bitte? Okay. So. Aber wir haben jetzt einen Code. Kann man die Person vielleicht anrufen? Wir haben ja ein Telefon gesehen, ne? Huch! Ach ja, hier ist ja noch so eine Kiste, ganz offensichtlich mit einem Schloss, die ich übersehen habe. Ja. Macht es vielleicht Sinn, hier erstmal das auszuprobieren mit 3? 3? Nein, andere Seite 2. Und dann 8. Und 3 war das, ne? So? Oh, tatsächlich. Das läuft ja jetzt mal ausnahmsweise einwandfrei. So. Die Klinke hoch. Und jetzt einmal Deckel auf. Was haben wir hier? Ein paar Decken. Clean bedding. Ein Griff. Oh, wir haben die Tatwaffe What's this thing? gefunden. Den Fleischklopfer. This is it. Das ist er. The mallet I saw Theo use last night. I've got you. Wir haben sie gefunden. Did you hit Charlotte May with this? Marquise coming back. What do you Oh want him to do? nein! I don't know. Just stall him. He's been in there for ages. Why did you leave him then? Oh, wie Really want to pick him up unangenehm. right now? Okay. Hau ab, Junge, hau ab! Just don't say anything that he might. He might what? Well, you know how you are. Really think I'm that stupid? Gosh. Let's just go inside. I'm waiting for you. Okay. Aber wir sind ja so auffällig gewesen. Oh, warte, warte. Oh nein, das war Schlüssel 3 war da. Nein, ich hab's nicht rechtzeitig geschafft. Hallo, Mr. Oh, wie Conway. Hello, unangenehm. Theodore. Oh, wie Anne unangenehm. says Tony Morgan asked you to investigate his daughter's disappearance. That's right. But I'm sure she's also Die Tür talking ist offen. about I was just telling Mr. Conway he's wasting his time because we don't know anything about it.
Aren't you retired, Mr. Conway? Well, I'm not here officially, Mr. McKee, just as a friend of Tony Morgan's. But I do appreciate you making the time. Well, like Anne said, we had nothing to do with Charlotte May, so I don't know how I could help. And I don't have long, I'm afraid. Mr. Levy isn't very happy with me stepping out of work. I appreciate it all the same. Well, shall we move into the living room? Und jetzt sieht man, dass ich die Tür offen gelassen habe. I'll be with you in a moment. Oh nein, oh wie unangenehm. Now, please, I'd like to know what you were doing at the time of the attack, if you wouldn't mind. Maybe start at 10 p.m. 10 p.m.? Well, I was at a gig that night, so I was playing down at the Sugar Ducks, men's club. Mm-hmm. Harold, my boss, hasn't paid me for a few months, so I've had to start making money elsewhere. I remember I got home around 10:40, I think. I went straight into my music room. Mm-hmm. I had a song in my head I just had to get out. So nothing to do with Charlotte May. Okay. You say you had to start making money mm-hmm. elsewhere. A little, yes. A little. Hmm. Like I said, Harold Levy hadn't been... Also er wird auch noch nicht mal bezahlt für die Arbeit in der Garage da, oder? I think he has a few money problem. It's not my place to ask, and he doesn't tell me everything. Just that he's not paying you. Sure. So how much money have you made elsewhere? Mm-hmm. Enough to get by. Well, that's all any of us can hope for, isn't it? I have trouble paying my bills myself, as you can probably imagine. You'll have to tell me your secret, where you make your extra cash. I'm sorry. What does this have to do with Charlotte May? Hopefully nothing. I'm sorry. We're off topic. You will forgive me. It's fine, Mr. Conway. Should I carry on? Please do. Well, well. Ah, yes. You were saying you'd entered your music room. Anyway, I think I was in my music room all the way up until... I'll be with you both in a second. Don't wait for me. Okay, my love. Uh-oh. I was in my room until Anne called me out. She heard a smash or something. Anne was visiting a friend that night. But I think she was back just before me. And I think she was in her bedroom. So, mm-hmm. by all accounts, she's the one who heard it. Okay, also sie hat es zuerst gehört. Und sie war früher zurück. So what time did you see Annabelle then? Yeah. And what were you both doing? Well, I didn't actually see her until we both went to the window later on. You didn't speak to her when you came home. I didn't know she was back. I was expecting her later on. Oh, I see. And why was she back so early? Well, I'm not sure. You'll have to ask Anne. Now that I think of it, with everything that happened, I don't think I asked. She must have been finished with her friend mm-hmm. earlier than I thought. Okay, also war sie zu Hause. Perhaps we'll ask her about that in a moment. Please, if you could continue about the night. So anyway, it couldn't have been Anne or me, you see, because we weren't here most of the night. And in any case, oh, sie läuft schon da hinten umher, ne? 20-minute walk away. People would have noticed if I was missing from my gig, wouldn't you think? I'm sorry, I'm confused. Is this all you want to know? What I was doing that night? Nothing else? Mm-hmm. You say it couldn't have been Annabelle. Mm-hmm. Warum no. denkt er so? She was out of town that night. She'd already paid for her tram ticket, so... Die Tramfahrkarte. Die wurde nicht eingelöst, das heißt, sie ist gar nicht weggefahren. I don't understand. You say she was out of town for most of the night. Could she have been here longer than you thought? Anne didn't have anything to do with Charlotte May. Well, anything is possible. No. I'm sorry, it's not. You don't know Anne. So she's not capable of such a thing. Is she capable of deceiving you?
That's my wife you're talking about. I'm not answering that. You're right. I apologize. I've overstepped my bounds. I promise you, I meant nothing by it. I have to ask these things for Tony Morgan, but if you say that's not her, then I trust you, Theodore. It's fine. Please, if you don't mind, could you continue with the night's events? Sorry about that. I was making sure that things were where we left them. Mm-hmm. I was just saying that Mr. Conway is wasting his time because we were both out of town for most of the night. Isn't that right, my love? You were at a friend's, weren't you? You already paid for a tram ticket. That's why you couldn't come to the gig. Oha! Well, actually, Theo, I wanted to talk to you about that, but it can wait till talk later. Talk to me about what? Uh-oh. Tell him you're out of town. Don't you have to get back to work? Also, es ist ziemlich offensichtlich. Actually, I think I do have to go, Mr. Conway. I'm sorry I couldn't be more help. You'll excuse me. Thank you for your time, Theodore. Wieso kann ich das nicht anwählen? Ach, jetzt erst kann ich die Fragen stellen. Ich hoffe, das hat jetzt kein Zeitlimit. Weil, es hat sich ja jetzt herausgestellt, er war ja den Abend musizieren. Ne? Und seine Frau, da hat er jetzt gedacht, die ist mit der Tram weggefahren zu Besuch und war den ganzen Abend nicht da und ist kurz bevor er wiedergekommen ist, auch nach Hause gekommen. Das heißt, so nach dem Motto, sie kann es ja nicht gewesen sein. Aber wir haben ja diese Tramfahrkarte gefunden und gesehen, dass sie nicht eingelöst wurde. Das heißt, sie ist nirgendwo hingefahren. Das bedeutet, sie war zu Hause und hat kein Alibi. Und der Mann weiß es nicht. Also, was war passiert? So you paid for your tram ticket. I wonder what your ticket is if you don't end up using it. Was perhaps hat sie gemacht? You forgot where you were that night. Ja, hat sie vergessen. Mr. Conway, I think you've more than outstayed your welcome. I don't know why I agreed to talk to you in the first place. You must think me awfully dense if you think I don't know what you were doing while I was gone. I don't want to see or hear from you again. Okay, do you understand? Sauer. This is a job for the police, not some old has-been playing detective. Oh, this is off time. What I was doing. Why don't we take a second to talk about what you were doing last night? Was habt ihr denn? What was in that rug, Annabelle? Oh, er spricht sie auf, an wegen dem Teppich. Get out now. Oh, sie ist sauer. Aber will nicht antworten, ne? Wir haben gewisse Beweismittel jetzt gefunden, aber sie sind noch nicht... Ja, wir haben viel rumgeschnüffelt, viel fotografiert, aber wir haben keine definitiven Beweise, dass die irgendwas mit dem Verschwinden von dem Kind zu tun haben. Die haben irgendwas angestellt, aber wir wissen immer noch nicht was. Ah, das ist ein bisschen frustrierend. Aber sie from talking to the McKees, it seems apparent that they were both in Dillyview at the time Charlotte May was taken. Annabelle and Theo were clearly hiding something. I observed them getting rid of a rolled-up rug and saw Theo use a mallet for God only knows what. I can't currently prove it relates to Charlotte May. And a few questions still remain. Okay. I'm positive that Charlotte May was in that pantry. Can I prove the mallet was used to hit something living? Ach so. Ich muss jetzt Beweise sammeln. Beweise, dass er was gemacht hat? Warte mal, wie funktioniert das hier? Hier sind die Beweise, die wir gesammelt haben. Was wir auf jeden Fall brauchen... Ah, hiermit wahrscheinlich, ja. Das brauchen wir... Dann als Beweis auch, dass er die Medikamente und Geld brauchte. Dann auf jeden Fall als Beweis den Brief, dass sie was damit zu tun haben könnte. Und auf jeden Fall die Bleiche. Ich weiß nur nicht, was haben wir hier? Was steht da? Kann ich das irgendwie... Ah,
Okay, interessant. Hier steht, wenn das in Kontakt mit Blut kommt, dann würde da Salz daraus kristallisieren. Das ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Ja, dass er halt 20, also hier 40 Minuten sind da dazwischen. Das ist auch wichtig, finde ich. Ja, und Theo hatte keine Ahnung, dass Annabelle zu Hause war, ne? Das ist auch... das ist ein Zeitungsartikel. Und hier ist die andere Bleiche, ne? Was haben wir hier? Okay. Schauen wir einmal kurz, was wir hier... 45 pounds is a lot. Das Geld, okay. In my experience, the kind of money made on the black market. Theo doesn't seem like someone driven by greed. So what possible motive could compel him to kidnap and sell a young girl? Okay, die Gründe, wofür... also das einmal mit der Medizin, denke ich, das kann man irgendwie verbinden. Oh. Wir müssen hier mit einem, wie viel Geld? Okay, das war, was stand da im Brief? Irgendwie blutverdünnendes Mittel, ne? Was haben wir hier? Was teuer ist und was blutverdünnt ist. Hier ist zum Beispiel 1, 2, 2, 7, das hier. Kann das das gewesen sein? Kann ich das irgendwie prüfen? Nein? Ich lasse das erstmal so. Dann haben wir hier den Brief. Das war doch von... Ja, für die Medizin, ne? Genau. So, das können wir damit auch verbinden, denke ich. Hier das. Das Ding kommt ja dann, verbinde ich hiermit. Oh. Dies. Wahrscheinlich hier, ne? Wegen dem, lass mich kurz gucken. Ups. Nee, das ist so richtig. Ich wollte nur schauen, weil das zum Beispiel, das ist eine Ecke abgeschnitten. Das hier kann man auch nichts mit beweisen. Aber hier ist dieses Weiße drin, das... Sieht mir nach Salz aus, dann würde das mit der Bleiche zusammenpassen, die ich übrigens auch hier rüber schicken will. Ah nee, das ist die falsche. Die andere mit der weißen, mit den weißen Rückständen. So. Können wir das damit jetzt verbinden? Warte mal. Das hier, so. Hier Theorie überprüfen. Ja, das ist richtig. Jetzt nur noch den Rest. Hier brauche ich nur noch mit dem Geld. Was haben wir hier? Oh, dass er monatelang nicht bezahlt wurde und anderweitig Geld verdienen musste. Dann machen wir das kurz, dann übertragen wir das auch. So. Okay, schließen. Zack. Und zwar... damit verbinden. So, Theorie überprüfen. Richtig? Ja. Wow. Must have been used to hit something living. The crystallization proves it. Then they carried it down to the boot of a car. The only possible motive I can see is that Theo needed money to pay for his mother's medication. A life for a life. Could Theo really be that cold? I got the impression that Annabelle was in charge. It's not enough. I can't accuse them without something solid. I'll have to keep an eye on the McKees and continue my... Hi, Dad. Oh.